Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, am 2. März 1962 erzielte Will Chamberlain gegen die New York Knicks 100 Punkte und schrieb NBA-Geschichte. Urheberrecht Getty Images, 2. März 2019, 10.50 Uhr München, am 2. März 1962 macht sich Will Chamberlain unsterblich. Gegen die New York Knicks stellt er mit 100 Punkten einen NBA-Rekord für die Ewigkeit auf. Sport 1 blickt zurück. Will Chamberlain ist einer der spektakulärsten und dominantesten Spieler, den es jemals im Basketball gab. Am 2. März 1962 gelingt ihm ein Rekord, den wohl nie ein NBA-Spieler knacken wird. Will bestiehlt, erzielt tatsächlich 100 der 169 Punkte seiner Philadelphia Warriors im Spiel gegen die New York Knicks. 36 von 63 Versuchen trifft The Big Dipper, damals aus dem Feld, und verwandelt 28 von 32 Freiwürfen. Es scheint eine Marke für die Ewigkeit zu sein. Lediglich Kobe Bryant kommt 2006 mit 81 Punkten auch nur ansatzweise an den Rekord heran. Bis zu seinem Tod am 12. Oktober 1999 setzt Chamberlain unzählige Bestmarken. Sport 1 hat die besten Bilder seiner außergewöhnlichen Karriere. Jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen. Hier geht es zum Shop-Anzeige.